Yo, Wrecker! Alter, du hast um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Schlafrotation in 10. Bin eh schon seit 2 Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Ist scheiße heiß hier drin. Jetzt gäb's überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens, Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Peace, Wrecker. Die hier ist okay. Navigation, Satellitenladung, Radar, Sonar, interne Kühlsysteme, Lampen auf dem Mitteldeck. Okay. Was hast du gesagt? Bitte sagen. Da ist Wetter und Fernwetter. Vor 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Heute sind wir blind, diese Scheiße. Wir wissen nicht, ob sie Chinesen waren. Jeder, der Mandarin spricht, meldet sich umgehend. Okay, das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu. Wrecker, leg Irish an die Leine. Die Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord. Macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns erwecken. Die Krankenstation ist da hinten. Ihr Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lasst sie durch, Leute. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos, gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Das Ganze ist doch total nett. Wenn Admiral Cheng auf Krieg aus ist, kann er uns angreifen. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt bemerken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Sind, wissen wir es mit Sicherheit. Die Schadenskontrollzentrale bittet darum, alle persönlichen funktionierenden elektrischen Geräte in der Zentrale abzugeben. Irish ist voll in Ordnung. Bringt uns immer in solche Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Schlecht für den Zusammenhang. Der anderen Seite müssen nicht komplett ausblenden. Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung, nicht Irish. Hey, Irish! Back! Hey, was geht, Kleiner? Hier für dich. ...396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Season der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, Peck. Worum geht's dir überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du. Sondern der Squad-Leader. Selbst unter idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Das war das Richtige. Deine Argumentation musst du noch fallen, Irish.
Platz! Seht euch das an. Da. Nicht zu fassen. Meine Fresse. Das ist nicht gut, Pack. Tombstone! Oh, zum Geier ist Tombstone! Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir. Komm, Wrecker. Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst einem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Ich habe ein Rip klar gemacht. Los! Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Beeilung, Marines. Die Zeit ist gegen uns. Sergeant Wrecker, ans Steuer. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, Agent. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Sieh sie dir an. Hier wäre ich beinahe gelandet. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Ich bin unruhig. David the Marine? Ich genieß die Fahrt, wie ich es tun soll. Unter der Titan ist ein Riff. Kann niemand sehen. Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Voller Wasser! Glaubt es! Glaub es euch, kleiner Bruder! Irgendjemand hat sie erledigt! Kovic, Sir! Wo müssen wir hin? Kommt hier rein! Adamo! Du kreist sie! Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so! Da! Ein Loch im BGP! Ich hab solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Fahr durch, Wrecker! Was doch? Die wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie hat mehrere Stunden lang Berichte gesagt. Die wir... Hört uns bei allen. Weiter! Bewegung! Haben wir einen Fluchtplan, denn das Ding kippt? Irgendwann wird sie runterrutschen. Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wo ist sie? Da lang. Geh voraus.
könnt ihr aus einem VDA schon rausholen. Ihr zeichnet alles auf. Schiffsroute, Transponder und Radarlogbücher. Eingehende und ausgehende Kommunikation. Alle Instruktionen. Da ist die Luke. Wrecker hat sie. Warte, ich helfe dir. Aufmachen! Da sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder, Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los! Du hast das Arschloch gehört. Bring rein. Lebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann losgehen. Wir sind ganz nah. Die Geräusche sind direkt vor uns. Verdammt. Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sir. Was ist denn aus der Suche nach Info? Maschinenraum? Mann, seht euch das an. Das ganze Deck steht unter Wasser. Hallo, hier unten. Das Wasser steigt. Hält uns doch hoch. Das ist der einzige Weg raus hier. Keine Angst, wir holen euch da raus. Zur Seite, Marine. Scheiße, ist zugeschweißt. Schieß es auf. Die sind bereits tot. Gehen wir. Ein Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Bleib hier, lass dich da gefehlt. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich! Halte durch, Leute! Nein, Irish, nicht! Hör damit! Scheiße, Irish, bleib cool! Es tut mir leid. Gehen wir los, los! So ein Wichser, das zahle ich ihm ein. Den hole ich mir. Becker, wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt. Bitte lassen Sie hier unten sterben! Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schild geschossen und es dann geentert? Das ist doch sinnlos. Becker, wir sollten weiter. Ich will hier nicht sterben! Nein, bitte! Sag meiner Mom! Sag meiner Mom! Ich kann doch so nicht sterben! Nicht in diesem Raum! Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht sie unter. Runter von diesem Rosthaufen! Wir haben auch Zeit! Zurück zur Valkyrie! Ihre Stimmen. Voll gern!
Ja, haut ruhig ab! Deckung!